Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Baphomets Fluch, der Sündenfall. Ja, im letzten Part haben wir mit Hilfe der guten Pearl und einem Funkgerät die liebe Cat hier hinten aus dem Wandschrank geholt. Und ja, mit ihr müssen wir jetzt irgendwie versuchen, also mit George und ihrer Hilfe, die Seilbahn wieder zu reparieren. Da ist wohl irgendeine Sicherung durchgeschmort oder kaputt gemacht worden. Und das müssen wir einmal reparieren, die Kontakte überbrücken. Aber Cat hat uns darauf hingewiesen, dass wir da nicht mit den Händen drankommen sollten oder mit den Fingern. Und ich werde mich jetzt erstmal hier im Wandschrank umgucken, ob wir da vielleicht ein paar nützliche Hilfsmittel haben, wie wir diese Seilbahnsteuerung wieder repariert bekommen. Nichts Interessantes drin. Dein Ernst jetzt? Ich dachte, da wäre irgendwas, was uns hilft. Sah aus wie ein kleiner Wandschrank. Verdammt. Okay. Ja, dann sprechen wir jetzt nochmal mit Cat. Hi, Sie sind Kat, nicht wahr? Ja, Kat D. Klingt gut. Und Sie leiten diese Station? Nee, das ist nur ein Ferienjob. Okay, sie ist Kat und nicht Cat. Sorry. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht gerade in Wandschränken eingesperrt sind? Ich bin Designerin. Oh, ich kannte mal eine Designerin, die konnte. George, bitte. Wir haben es ein wenig eilig. Ja, klar. Ich war nur neugierig auf Kat. Ja, sicher doch. Woher wissen Sie, wie man Konsolen repariert? Ich kenne gerne die Sachen, mit denen ich arbeite. Irgendeinen Vorschlag, wie ich an diese Kontakte rankommen kann? Haben Sie denn nichts Nützliches in Ihren Taschen? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, da war ich mir nicht so sicher, ob da irgendwas Nützliches mit dabei ist, aber ja, wir werden mal gucken. Also, was ist da unten? Da liegt eine kleine Kapelle namens Santa Cova. Sind diese Kerle auch darunter gefahren? Nein, ich glaube, die haben nur die Seilbahn stillgelegt. Woher kennen Sie Pearl? Sie und Dwayne kamen hier heute Morgen durch. Sie klangen eher wie alte Freunde. Ich weiß. Es ist komisch, als hätte ich sie früher schon mal gesehen. Okay. Gut. Dann werden wir uns jetzt hier nochmal der Luke widmen. Und anscheinend haben wir alles, was wir brauchen. Okay. So. Ich musste darauf achten, nichts anzufassen, was Stromschläge austeilte. Gut. Okay. Ich musste darauf achten, nichts Ja, an. das habe ich verstanden. Okay, hier ist die defekte Sicherung. Ich musste die beiden Kontakte überbrücken, um das Steuerpult kurz zu schließen. Das war die einzige Stelle, wo ich gefahrlos anpacken konnte. Überall sonst würde ich mir mit Sicherheit einen mörderischen Stromschlag einhandeln. Das Steuerpult sah komplex aus und gefährlich. Okay, so. Was haben wir, mit dem wir das Ganze irgendwie. Ich bin ja immer noch hier für unser Das Streichholz. klappte nicht. Für unsere Sicherheit, für unsere Büroklammer. Das passte nicht zusammen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie wir die da. Mit der Büroklammer ließen sich die beiden Kontakte überbrücken. Aber ich wollte sie da nicht einfach reinwerfen. Das konnte daneben gehen. Ja, das ist es nämlich, und wir haben nichts, womit wir die Kontakte. Die Vorstellung einer mit einer Büroklammer bewaffneten Kakerlake faszinierte mich. Aber ich hatte keine Möglichkeit, sie an ihr zu befestigen. Das wäre so episch gewesen. Das wäre so episch gewesen. Okay, aber wir haben doch Garn. Können wir das Das nicht? klappte. Das passte nicht Nee, zusammen. irgendwie passt das hier alles nicht zusammen. Also die Büroklammer an sich ist ja schon gut, aber wir haben meiner Meinung nach noch nichts, um das irgendwie da festzumachen. Deswegen müssen wir jetzt hier doch noch mal genau gucken. Mich ärgert das, dass er da nicht in den Wandschrank will. Niemand empfing uns am Schalter. Jemand da?
Ach, ihr nervt, ey. Ihr nervt. Die ganzen Maschinen. Kann ich das irgendwie mit Erdbeermarmelade? Naja, ich hatte schon merkwürdigere Sachen getan in meinem Leben. Die Büroklammer war jetzt ganz klebrig. Okay, das ist ja schon mal gar nicht so dumm. Kann ich die dann, ups, jetzt vielleicht mit den... Stopp! Das passte nicht zusammen. Kann ich sie jetzt an Trevor befestigen? Total bescheuert, aber... Ernsthaft? Das geht? Ich klebte die Büroklammer auf Trevors Rücken. Jetzt könnte sie sich glatt als Sekretärin bewerben. Du weißt schon, dass du damit deine Kakerlake grillst, ne? Okay, dann werden wir jetzt mal gucken, ob wir Trevor jetzt da reinsetzen können. Das macht keinen Sinn, ey. Das macht echt keinen Sinn. Das ist total bescheuert, aber gut. Trevor könnte mir helfen, aber ich konnte sie ja schlecht einfach da reinwerfen. Ich setzte sie auf die Kante, wo es sicher war. Okay, ich denke, wir brauchen den Keks. Ja. Los, Trevor, los! Total gestört. Komm schnell raus, Trevor, schnell. Die arme Trevor sah aus, als brauche sie eine Therapie. Aber das Steuerpult funktionierte wieder. Das Steuerpult, es funktioniert. Toll, ich kann Sie da runterschicken, wenn Sie wollen. Lassen Sie mich nur kurz die Kabine hochholen. Pearl und Wayne werden sehr erleichtert sein. Mega gut. Die sind wohl mit der anderen Kabine runtergefahren. Komm, Nico, wir haben keine Zeit zu verlieren. Als wir uns dem Gesicht im Fels näherten, wusste ich, wir waren auf der richtigen Spur. Das war eindeutig dasselbe Gesicht wie auf dem Gemälde. Mit einem einzigen Unterschied. An der Felsformation fehlte das Symbol der Tabula. So, da wären wir. Aber wie kommen wir zu dem Gesicht? Schauen wir uns mal um. Es muss einen Weg hochgeben. Ja, und den wird es wahrscheinlich auch geben. Ich denke hier durch diese Kapelle. Jetzt gucken wir uns hier aber erstmal um. Okay. Da. Das war ein Glockenturm. Die Glocke schien zu fehlen. Ja, man kann hier bestimmt irgendwie runter. An der Tür hing ein Hochsicherheitsbügelschloss. Da kam ich auf gar keinen Fall durch. Ich denke auch, dass du hier nicht durchkommen wirst. George, sieht aus, als hätte man die Kapelle direkt in den Fels gebaut. Du hast recht. Lass uns mal reinschauen. Ich überlege gerade, was meinst du, wie alt ist die Kapelle? Ich schätze, das Äußere ist ein paar Jahrhunderte alt, aber das Innere, wer weiß. Manche Teile könnten viel älter sein. Oh, sind wir echt so leicht reingekommen? Glaubst du, diese Kapelle könnte etwas mit dem Felsengesicht zu tun haben? Ich würde mal raten, ja. Hey, sieh mal, da sind Pearl und Dwayne. Komm schon, Muckel. Ist doch nicht so schlimm. Du verstehst das einfach nicht. Der ganze Tag ist ein Desaster. Aber... Das Kloster war zu. Die Gondel blieb stecken. Und jetzt ist das hier eine Baustelle. No. Schnurzelchen. Das sollte der spirituelle Höhepunkt unserer Reise sein, Dwayne. Eine spirituelle Erfahrung. Der einzige Spiritus hier ist das olle Terpentin da. Ach, Mann.
Der Urlaub der Hendersons lief offensichtlich gar nicht gut. Oh, Sünde. Okay, so, dann werden wir uns jetzt mal anfangen, hier umzugucken. Das war ein alter Kurbelgriff. Es war die Steinskulptur, eine kniende Figur. Was haben wir hier? Holzspäne. Hier musste wirklich dringend mal eine Putzfrau durch. Das riecht exotisch. Okay, wir nehmen Holzspäne mit. Wofür auch immer. Meine Mutter sagte immer, Sauberkeit kommt gleich nach Gottesfurcht. Okay. So, hier noch was? Nö, außer Nico. Hier auch nicht. Können wir hier rüber? Okay. Eine Statue der Madonna mit Kind wachte über die Kapelle. Ein leerer, kaffeefleckiger Becher stand beim Altar. Okay, den brauchen wir anscheinend nicht. Man hatte einen modernen Gipsaltar an die Wand gebaut. Ja, interessant, was die hier so vorhaben. So, jetzt werden wir da mal rübergehen zu Pearl und Dwayne und uns da mal das Regal angucken, was da ist. Und dann auch mal mit den beiden reden. Ein zerbeultes Ölfass klemmte unter dem Gerüst. Okay, das Gerüst können wir gleich noch benutzen. An einer Holzplanke baumelte ein Farbeimer. Sah genauso aus wie sein Nachbar. Okay. Ein bemerkenswert unbemerkenswerter Verkehrspylon. Bemerkenswert unbemerkenswert, sehr schön dort. Ein Feuerlöscher. Vernünftige Vorsichtsmaßnahme bei all den brennenden Kerzen. Okay, haben wir sonst noch was? Da ist das Terpentin. Terpentin kann man immer gebrauchen. Ist das eine Fräsemaschine? Okay. Das Ding sah aus wie eine große Käsereibe. Ich hatte keinen Schimmer, was das darstellen sollte. Also laut der Beschriftung ist es eine Fräsmaschine, habe ich aber auch keine Ahnung von. Eine Auswahl verschiedener Werkzeuge. Hilft uns das? Können wir da was mopsen? Oh, Dwayne pfeift die ganze Zeit, ey. Okay, ein Hammer. Dann gucken wir uns mal das Gerüst an. Oder beziehungsweise interagieren mal mit dem Gerüst. Mal gucken, was passiert. Das Gerüst war etwas wackelig. Alles schepperte. Ein überraschend wohlklingendes Geräusch. Okay. Können wir hier auf den Balkon? Gucken wir mal. Gut, bringt uns nichts. Kerzen, massenweise Kerzen. Okay, dann gucken wir uns mal Dwayne an. Es war Dwayne Henderson. Er versuchte, die ziemlich aufgelöste Pearl zu trösten. Oh, Mensch. Das war Pearl. Sie war nicht so fröhlich wie sonst. Okay, dann werden wir jetzt erstmal mit Dwayne reden, denke ich. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Henderson. Auch schön, Sie zu sehen, George. Haben Sie prima gemacht, das mit der Seilbahn. Was ist mit Pearl? Ich wünschte... Fürchte, es ist einer von den Tagen, an denen alles schief geht. Wem sagen Sie das? Okay. Was haben Sie getrieben seit unserem Treffen in Caramonte? Naja, da war die kleine Episode in Rom. Aber kein Wort darüber. Sie wissen warum, George. Ach ja? Ich meine, ach ja. Warum? Streng geheim. Nichts für Außenstehende, Nico. Dwayne ist ein, Döser. Ach, du meinst, ein Schläfer? Nein, nein, Süße. Ein Döser liegt mindestens 2 Gehaltsstufen über einem Schläfer. Hab ich gehört. Wie auch immer, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen, Miss, Nicole Collard. Nennen Sie mich Nico. Wie finde ich denn das? Das ist also die schöne Nico. Kein Wunder, dass Sie sie vor mir versteckt haben, Georgie Boy. Meine Güte, nein, ich... Nett, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Henderson. George hat mir so viel von Ihnen erzählt.
Nennen Sie mich Duane, meine Liebe. Und ich darf Ihnen versichern, alles, was Sie gehört haben, ist vermutlich wahr. Duane war laut, beleibt und kurzsichtig. Aber Mann, was für ein Charmeur. Können wir für Pearl irgendwas tun? Das will ich doch sehr hoffen, George. Wir haben diese Reise jahrelang geplant und recherchiert. Unsere kleine Pilgerfahrt. Und die Kapelle Santa Cova hier war das Sahnehäubchen. Es gibt nichts, was sie über diesen Ort nicht weiß. Die Madonna bla bla bla, erbaut im Jahr bla blubber. Sie ist wie eine wandelnde Enzyklopädie der Santa Cova. Oder jetzt eher eine weinende Enzyklopädie. Und was führt Sie zur Santa Cova? Das war von Anfang an Pearls Idee. Buhu 3. Seit diesem unseligen Autounfall zu Hause durchforstet sie diese Pilgerprospekte. Voller Wunder und lebensverändernder Symbolik sollte es sein. Sühnepotenzial musste es haben. Sollte eine echte spirituelle Erfahrung sein. Nun, ich bin sicher, das hier wird sehr spirituell, wenn es fertig ist. Wenn die Kapelle nicht ihren Vorstellungen entspricht, wie wär's mit dem Kloster? Grundgütiger, das ist was für Touristen, nicht für Pilger. Okay. Sie sagten, sie hoffe auf eine spirituelle Erfahrung? Das hatte der Prospekt versprochen. Ja, für Wallfahrten, kleine Mönchlein, Gesang, Lichtstrahlen, das ganze Programm halt. Weihrauch, Glockengeläut und himmlisches Licht. Genau, das ist es, was die Gute wollte. Verzeihung, Pearl braucht mich. Na, na, Liebes. Pearl wüsste sicher eine Menge über die Kapelle zu erzählen. Wenn wir sie nur aufheitern könnten. Okay, ich denke, wir werden hier für Pearl quasi, ja, das alles so hier hinrücken müssen, ja, dass das alles passt für sie mit Licht und Glockengeläut und keine Ahnung was. Aber erstmal versuchen wir vielleicht doch mit ihr zu reden. Pearl! Psst, sie möchte nicht gestört werden. Okay. Hi, Duane! Hey, George! Oh, okay, dann reden wir nochmal mit ihm. Wie geht's, wie steht's? Mir? Bestens. Pearl allerdings... Also, sorry, ihr Lieben, aber dieses Geschluchze, das werde ich von ihr jetzt immer ein bisschen überspringen, weil das teilweise echt lang und echt zäh ist. Wie geht es, Pearl? Ihr geht's nicht so gut, George. Vielleicht will sie nur mal in den Arm genommen werden? Mehr fällt Ihnen nicht dazu ein? Als sie das letzte Mal solche Laune hatte, habe ich es mit dem Arm versucht. Hat nichts gebracht? Ich habe heute noch Narben, nicht nur seelische. Okay. Was wissen Sie über die Santa Cova? Pearl ist die Expertin, nicht ich. Sie weiß alles, was man über diese Kapelle wissen kann. Okay. Haben Sie die schwarze Madonna gesehen? Na logisch, wegen der kleinen Dame sind wir doch hier. Obwohl Pearl sie in ihrem Zustand ja kaum bemerkt. Hey, was Sie da vorhin gepfiffen haben, kam mir bekannt vor. Das Ave Maria von Schubert. Als ich Pearl den Hof machte, war sie viel mit der Kampanologenvereinigung unterwegs. Das war Pearls Lieblingsmelodie. Okay, okay, was haben wir jetzt hier? Terpentinflasche, das mit dem Maurerhammer. Okay, ihr lieben Holzspäne. Verzeihung, Pearl braucht mich. Na, na, Liebes.
Okay, bevor wir versuchen, der Pearl das hier so zu machen, wie sie das gerne hätte, dass sie sich ein bisschen beruhigt, werde ich diesen Part beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und im nächsten Part werden wir versuchen, Pearl ihr Pilgererlebnis ja, zu schaffen, das, was sie sich so gewünscht hatte für diese Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Baphomets Fluch, der Sündenfall. Bis dahin, tschüss!